Künstliche Intelligenz revolutioniert gerade die ganze Welt. Jedem stehen ungeahnte Möglichkeiten offen, der sie zu nutzen weiß. Eure Produktivität kann auf das nächste Level gehoben werden und ihr spart unzählige Stunden an Arbeit dadurch. Wir zeigen euch heute 10 AI-Tools, mit denen ihr produktiver als je zuvor werdet. Starten wir direkt mit Nummer 1, ChatGPT. Dieses AI-Tool sollte jeder schon mal gehört haben, denn ChatGPT ist auch der berühmteste Vertreter der AI-Tools. ChatGPT steht für Chat und Generative Pre-trained Transformer, also GPT, welches ein sprach- und textbasierter Chatbot ist. Deshalb eignet er sich vor allem für Dialoganwendungen als Ideengeber, Brainstormer, Inspirationsquelle oder beim Umformulieren von Texten. Einer Umfrage nach verwenden 21,9% der berufstätigen ChatGPT für Brainstorming und weitere 21,5% verwenden ChatGPT für die Analyse von Daten. Ihr gebt zum Beispiel einfach in die Befehlsleiste eine Aufgabe ein und ChatGPT gibt euch die passende Antwort. Zum Beispiel: Was sind die besten AI-Tools? Nach ein paar Sekunden kommt dann direkt die richtige Information. Nummer 2 ist Bing Copilot. Bing Chat ist ein Assistent für Ihre Websuche und die kreativen Anforderungen. Geht einfach zu Copilot oder besucht www.bing.com in einem Browserfenster und wählt dann die Schaltfläche Chat. Dieses noch nicht ganz so bekannte Tool ist extrem unterschätzt. Man kann die normale Websuche verwenden und anschließend die gefundenen Texte mit diversen Befehlen weiterverarbeiten. Mit dem Bing Copilot könnt ihr die vielfältigsten Aufgaben erledigen lassen. Hier kommen nur ein paar wenige Beispiele. Ich überlege, mich beruflich zu verändern. Können Sie mir helfen, die Vor- und Nachteile durchzugehen? Schreiben Sie eine Gliederung eines Buchberichts, um mir den Einstieg zu erleichtern. Online- und Offline-Marketing-Strategien zu vergleichen. Was sind die neuen Funktionen in der neuesten CSS-Version? Wie setze ich mir erreichbare Ziele bei der Arbeit? Schreiben Sie ein C-Programm, um zu überprüfen, ob eine Zahl eine Primzahl ist. Beginne einen Klopf-Klopf-Witz und so weiter. Nummer 3 ist Gamma. Gamma ist ein Tool, mit dem ihr in sekundenschnelle Präsentationen, Dokumente und Webseiten erstellen könnt. Ihr braucht keine Design- oder Programmierkenntnisse. Das ist ganz einfach. Ihr geht einfach auf Erstellen, wählt aus, was ihr erstellen wollt, also eine Präsentation, Website oder Dokument und los geht's. Alles, was ihr tun müsst, sind ein paar Ideen eingeben und den Rest erledigt Gamma für euch. Anschließend könnt ihr automatisch generierte Designs noch nach euren Wünschen anpassen. Alle Designs und Tools habt ihr direkt wählbar. Das Navigieren auf dieser Website ist ganz einfach. In einem KI-Chat könnt ihr kommunizieren und eure Anfrage wird direkt ausgegeben. Außerdem könnt ihr auch ganz einfach Diagramme, Charts erstellen und anpassen, ganz nach eurem Geschmack. Das nächste Tool ist Presentations AI. Das ist quasi ChatGPT für Präsentationen. Ihr gebt einen Befehl ein für eine Präsentation, klickt auf Erstellen und ihr bekommt eine Präsentation geliefert. Passt ganz einfach noch die Farbpalette an und das Layout der Präsentation an und schon seid ihr fertig. Anschließend könnt ihr das ganz einfach als PowerPoint-Datei exportieren. Einfacher kann man wohl kaum eine Präsentation erstellen. Als nächstes kommt DALL-E 3. Mit DALL-E 3 könnt ihr spielend einfach aus Text ein Bild oder eine Abbildung erzeugen lassen. Dieses Tool basiert auf ChatGPT. Ihr gebt eine Eingabeaufforderung ein und lasst den Zauber geschehen. Wenn euch ein Detail an dem Bild nicht gefällt, könnt ihr das ganz einfach anpassen lassen mit der neuen Eingabeaufforderung. Alles, was ihr wollt, setzt das Tool für euch um. Bilder, Sticker, dem Ganzen sind keine Grenzen gesetzt. Und das Beste, die erzeugten Bilder können frei verwendet werden und müssen nicht gekauft werden und es bedarf keiner Erlaubnis für den Verkauf. Das nächste ist Adobe Podcast. Du hast kein professionelles Mikrofon und deine Audioaufnahmen haben Echo und Rauschen? Dann ist Adobe Podcast genau das Richtige für euch. Mit diesem Tool könnt ihr Echo und Hintergrundgeräusche von Audioaufnahmen entfernen. Mit weiteren Studiofunktionen und Mikrofonchecks könnt ihr eure Aufnahme des Audios auf ein neues Level bringen. Das nächste ist Wizard. Dieses KI-Tool hilft dir beim Design deiner App, Webseiten, Benutzeroberflächen, digitale Produkt-Mockups und so weiter. Über deine Eingaben kannst du Anpassungen vornehmen lassen, Ansichten neu anordnen lassen und sogar mit Programmiercodes im Hintergrund arbeiten. Wenn du also eine Idee in eine Software umwandeln willst, dann versuche es doch gerne mal mit Wizard AI. Das nächste ist Pictory. Mit Pictory AI könnt ihr ganz einfach Videos erstellen lassen, ganz ohne Vorkenntnisse. Verwandelt euer Skript in ein Video, macht euren Blog lebendig, macht aus langen Videos Trailer für Social Media, lasst einfach Untertitel für mehr Aufmerksamkeit auf Social Media erstellen und vieles mehr. Das nächste ist Durable. Mit diesem KI-Tool könnt ihr ganz einfach Webseiten erstellen. Es werden keine Programmierkenntnisse benötigt, alles wird für euch erledigt. Zusätzlich bekommt ihr integrierte Suchmaschinenoptimierung und Marketing-Tools. Mit Durable stehen euch Tools zum Kundenmanagement, AI-Blog-Builder, AI-Brand-Builder zur Verfügung, was euch hilft, mit Leichtigkeit eure eigene Marke an den Start zu bringen. Als letztes haben wir Notion AI. Mit diesem Tool behaltet ihr eure Aufschreibung und Notizen organisiert und aktuell.
Verwaltet Wikis, eure Dokumente, behaltet die Projekte im Überblick und vergisst nichts mehr aus dem Kalender. Mit Hilfe der KI kannst du dir die wichtigsten Aufgaben für die Woche zusammenfassen lassen. Mit diesem Tool werdet ihr auf jeden Fall nichts mehr an Aufgaben vergessen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie gerne auf den Daumen nach oben. Schreiben Sie Ihre Fragen oder Feedback in die Kommentare und Sie bekommen auf jeden Fall eine Antwort. Falls Sie diesen Kanal noch nicht abonniert haben, sollten Sie das schleunigst tun, um kein neues Video mehr zu verpassen. Klicken Sie hierzu auf die Glocke und aktivieren Sie die Benachrichtigung. Danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal.